Hi Leute, nochmal kurz eine Zuschauerfrage, die ich gerade gefunden habe und die ich auch schon öfters gestellt gekriegt habe und naja, jetzt im Affekt schnell mal beantworten will. Und zwar hat mir jetzt aktuell diese Frage H3XORTV gestellt. Und zwar, weißt du, ob ich mit meinem Handy gute Musikvideos drehen könnte? Habe ein Samsung Galaxy S2. Grundprinzipiell. Meine Meinung zu Handykameras, 0 Punkte in aller Form. Warum? Eine Handykamera, ich habe jetzt hier nicht das beste Handy. Eine Handykamera hat mehrere Nachteile gegenüber meinem Camcorder. Oder mal noch einfach ausgedrückt, ich sitze hier in einem stockdunklen Raum und habe eine ganz kleine Leuchte, die nur in mein Gesicht leuchtet. Und meine paar Displays, die mich anleuchten. Und für alle da draußen, die ein Handy besitzen, macht Folgendes. Ihr nehmt euer Handy, haltet es auf euch und filmt euch einfach mal. Ich mache dasselbe mal mit meiner Blocky. Und meine Blocky-Kamera ist bei weitem besser als eine Handykamera. Bei weitem besser als eine Handykamera. Und dann zeige ich, ich schneide dann gleich mal ein, was ich da jetzt aufnehme. So, kurz einen Moment, muss erstmal gängig machen. So. Und jetzt nehme ich einfach die Blocky, drücke Rekord und halte sie in mein Gesicht. Oder anders gedrückt, so sehe ich besser aus Phase. So. Und jetzt schauen wir uns mal die Videoqualität allein von meiner Blocky an und vergleichen die mit meiner Standard-Handycam oder mit meiner Standard-Kamera. So, und die Blocky ist noch eurem Handy Lichtjahre voraus. Egal, was auf eurem Handy alles draufsteht, es wird definitiv für größere Produktionen nicht geeignet sein. Da habt ihr zum einen in eurem Handys viel zu kleine Chips drin. In den Kameras, besonders in den etwas teureren Kameras, sind deutlich größere Chips drin als in euren Handys. Allein das bedeutet schon von dem Lichtsammlungsvermögen einen Wahnsinnsunterschied. Dann viele Handys haben keinen vernünftigen Autofokus. Generell keinen vernünftigen Fokus, Entschuldigung. Nicht Autofokus, Fokus. Das heißt, man kann nicht mal fokussieren. Auch sehr ungünstig. Viele Handys komprimieren extrem stark. Auch wenn sie alle mit Full HD werben, sie komprimieren in ein Speicherformat, meistens MP4, aber mit so einer geringen Bitrate, dass wieder die Qualität immens nach unten geht. Dann sind meistens die Mikros unter aller Sau. Das ist ja selbst bei vielen Kameras der Fall, aber bei Handys ist es ja noch 10-mal schlimmer. Was dann auch noch mit dazu kommt, die ganze Linsentechnik. Allein wenn ich sehe, was ich in meiner Kamera für Linsengruppen habe und was da für ein Platz vor allen Dingen zwischen den Linsengruppen ist. Und in einem Handy hat man meistens nur eine kleine, dünne, platte Linse hinten drauf. Allein das schon Katastrophe. Dann nehmen auch viele Handys in untypischen Frameraten auf. Ist mir schon viel untergekommen, dass Handys mit 10 Frames, 15 Frames, 17 Frames oder so ein Mist aufnehmen. Alles ungünstig, besonders bei schnellen Bewegungen ist das eindeutig zu wenig. Also generell, wer richtig professionell oder auf YouTube-Basis professionell produzieren will, sollte von Handys die Finger lassen. Es ist eine Notlösung, wenn ich ein halbwegs brauchbares Handy habe, sehe irgendwo was Cooles passieren und ich habe halt nur das Handy dabei drauf und okay, da habe ich es halt irgendwie aufgenommen. Aber für das zum Beispiel, was ich hier mache, würde ich nie ein Handy verwenden oder da müsste wirklich ein unwahrscheinlicher Notfall auftreten und ich bin jetzt an irgendeinem Punkt und habe wirklich nur das Handy dabei und muss das Video jetzt drehen. Ja, würde ich das machen, aber ansonsten würde ich von Handys immer abraten. Lieber ein paar Euro in einen vernünftigen Camcorder investieren, das seid ihr immer besser beraten. Aber auch bei Camcordern kann man gewaltig in die Scheiße greifen. Und da habe ich noch mal eine zweite Frage bekommen, da weiß ich jetzt im Moment aber auch nicht mehr von wem, die kann ich jetzt auch noch mal schnell mit beantworten. Da hat jemand einen guten Camcorder gesucht mit einem guten Mikrofon unter 500 Euro für beides. Ach, schwierig, äußerst schwierig. Das ist nun mal leider so, dass die Geräte in den Preisklassen unter 500 Euro, also meinen Ansprüchen nicht genügen würden. Da kann man sich aber ein kleines Tricks bedienen, was ich am Anfang auch viel gemacht habe. Zum Beispiel schaue ich jetzt wieder obligatorisch in meine Standard HDR SR12 hinein von Sony. Diese Kamera kostet
Nur die reine Kamera, ohne Mikros, ohne den ganzen Drumherum, was ich noch habe, kostet ca. 1500 Euro neu. Ein Wahnsinnspreis. Jetzt ist aber die Kamera schon wieder eine gewisse Zeit auf dem Markt. Und jetzt kann man gegebenenfalls mal auf eBay schauen. Und dann kann es sein, dass man diese Kamera schon für unter 500 Euro bekommt. Und damit hat man dann für in Anführungsstrichen wenig Geld eine sehr gute Kamera erworben. Finger weg generell von solchen Geräten wie iPTEC oder generell diese ganzen Blogger-Kameras oder hier die Sony Bloggy-Serie. Es sind alles Notlösungen. Wenn ich jetzt draußen bei richtig gutem Licht stehe, mag das verwendbar sein. Aber wenn man richtig professionell produzieren will, nein, absolut nicht brauchbar. Zumindest was mein Qualitätsstandard betrifft, davon rate ich ab. Also ich würde diese Geräte professionell nicht einsetzen. Das sind wirklich nur Notlösungen bei mir. Ich arbeite wirklich ausschließlich nur mit der HDR-Serie und zwar in der Preislage über 1000 Euro. Und was das Mikro angeht, da hatte ich auf M1 Molder schon mal ein, zwei Videos zugemacht. Die könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich verlinke sie euch nochmal. Und des Weiteren benutze ich zusätzlich noch dieses Zoom-Mikrofon. Das ist das Z2. Oder das Zoom 2 und das ist auch ein sehr, sehr gutes Mikro mit einem sehr, sehr guten Sound. Allerdings auch hierbei wieder das Zoom Mikro, was ich hier verwende, liegt um die 200 bis 300 Euro. Oh, das nervt die. Das Zoom Mikro liegt bei 200 bis 300 Euro und das rote Mikro, in das ich hier oben jetzt gerade reinspreche, das liegt auch so um die 100 bis 200 Euro. 59 Euro. Und auch bei den Mikros, alles was billig ist, Schrott. Also ich habe auch wirklich mit Mikros sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen, kostspielige Erfahrungen sammeln dürfen und bin sehr, sehr oft auf die Schnauze gefallen, auch mit Kameras. Alles was in dem unteren Segment war, war Mist. Und das Einfachste, wie ihr wirklich gesagt eine Kamera oder ein Mikro testen könnt, die Kamera vor allen Dingen, geht doch einfach mal in einen dunklen Raum, nicht Licht aus, das geht jetzt zwar mit der Kamera auch, die arbeitet auch mit Nulllux, aber die meisten Kameras geben ja schon auf, wenn es nur in den Innenraum schon geht, schon fängt das an und es kriselt oder so. Oder schaut euch mal mein Bild an, ich habe nicht einen Pixel, nichts drin und ich habe wirklich so gut wie kein Licht hier. Das habt ihr ja vorhin gesehen mit meiner Bloggy. Und wenn man das mit etwas billigeren probieren möchte, kommt absolut nichts mehr raus. Ich weiß, die Dinger sind unwahrscheinlich teuer. Ich weiß, für den Anfang ist das halt absolut nicht drin. Aber auf lange Sicht wird man da nicht drum rumkommen. Oder man kommt definitiv auf YouTube nicht weiter. Denn eins ist Fakt, die Qualität ist ausschlaggebend. Auch wenn man mal einen Glückstreffer landen kann mit einem Video. Das heißt, man hat mal irgendwas Witziges gefilmt und so. Und es geht ab wie eine Rakete auf YouTube. Kann ja sein. In der Regel, das was wir alle machen, diese Standard-Videos den ganzen Tag, da ist die Qualität das Nonplusultra und auch vom Mikro. Und bei dem Mikro, wie gesagt, seht ihr es ja ganz schnell, steckt das Mikro an und sprecht ein paar Töne rein und dann merkt ihr doch schon, ist eure Stimme natürlich oder ist sie es nicht und rauscht das Mikro, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn es rauscht, hat sich schon alles erledigt. Dann kommt noch die nächste Frage, wie empfindlich ist das Mikro oder wie sehr nimmt es Störgeräusche auf. Die beiden Mikros, die ich hier verwende, nehmen gar keine Störgeräusche auf. Ich habe sogar Filtersysteme, um sie rauszunehmen, und zwar gute Filtersysteme, nicht wie bei den Billigmikros, dass ich es dann anhört, als wenn ich in eine Gießkanne einspreche. Und die billigen Mikros hat man dann wirklich, wenn ich einen Tisch berühre oder irgendwas, habe ich unwahrscheinliche Störgeräusche schon drin. Also das sind halt Dinge, da werdet ihr leider nicht drum rumkommen. Ich weiß, es kneift bei vielen beim Geld und ich weiß, es ist nun mal eine wahnsinnig kostspielige Angelegenheit, dieses Hobby. Und besonders für die von euch, die noch zur Schule gehen, man hat nun mal nicht so viel Geld zur Verfügung. Da müsst ihr halt schauen, dass ihr mit dem Equipment, was ihr habt, einigermaßen gute Qualität produziert und dann nach und nach versuchen, eventuell, wenn ihr monetarisiert seid, euch auf diesem Wege ein bisschen voranzuentwickeln. Aber da muss ich leider viele enttäuschen. Also mit Billig-Equipment kommt meistens auch nur Scheiße bei raus, klipp und klar. Kann zwar auch einige Leute geben, die mit Billig-Equipment gut vorankommen, aber das sind dann wirklich Glückstreffer. Die Konkurrenz ist auf YouTube mittlerweile so gigantisch geworden, auch von anderen Usern, die nun auch Videos machen. Und viele haben nun mal nur schon Full HD mit einer guten Qualität, gute Mikros. Und dann habt
ihr jetzt mit schlechterem Equipment kaum noch eine Chance, gegen diese Leute anzukommen. Auch wenn ihr bessere Ideen habt, besseren Inhalt habt, euch besser präsentieren könnt, ist einfach die Qualität schlecht. Schaut euch keiner. Naja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Thank you.